Und ja, Hayali. Gerschütz, grüße Sie. In Brieselang treffen wir Detlef Gerschütz, Geschäftsführer einer Lagertechnikfirma in Brandenburg. Herr Gerschütz, wir sind heute zu Ihnen gekommen, weil Sie auf unserer Facebook-Seite wiederholt unsere Berichterstattung kritisiert haben. Was ärgert Sie denn so sehr? Das eine, was mich ärgert, ist die Presse allgemein, die Berichterstattung allgemein über sämtliche Themen. Und das zweite ist eben ganz speziell die Berichterstattung der rechtlich-öffentlichen. Weil ich, da ich und ja auch alle anderen das bezahlen müssen, erwarte ich eben halt von den Öffentlich-Rechtlichen eine absolut journalistische, einwandfreie Arbeit. Das heißt, eine Arbeit, die in keiner Weise Meinung lenkt. Warum glauben Sie, dass wir lügen? Ich wüsste gar nicht, warum ich lügen sollte. Ich kann Ihnen nicht sagen, warum Sie tun, was Sie tun. Okay, und Sie Ich kann Ihnen auch nicht unterstellen, von wem und wie Sie gesteuert sind. Das weiß ich nicht. Aber Sie denken, dass ich denke, wir gesteuert das, ja. sind. Ich denke, von dass, wem denn? Das ist eben halt die große Frage. Also ich kann Ihnen sagen, bei meinem Job, mir hat noch nie irgendjemand irgendwo reingeredet. Ich kann meine Fragen frei formulieren. Die werden natürlich von demjenigen, der die Sendung leitet, da wird noch mal drüber gegangen und da geguckt. Und dann sind wir frei. Mich hat mein Chefredakteur noch nie zurechtgewiesen. Mich hat der Intendant noch nie zurechtgewiesen. Dann so, sagen wir, Sie mal wir reden, jetzt, wir reden über meine persönliche Meinung oder über meinen persönlichen Eindruck. Ich unterstelle Ihnen, dass Sie mit Informationen, die Sie bekommen, zu leichtfertig dann umgehen. Mal als Beispiel, jetzt ist Flüchtlingskrise und jetzt muss es Berichte aus Ungarn, als damals da die Probleme an der Grenze auftreten. Dann wird da hingefahren, dann wird ein Bild gestellt, da werden dann Frauen, Kinder, Mütter, alte Menschen hingestellt, dann wird ein Bild gemacht, dann ist man, ich weiß nicht, wie lange so ein Kamerateam dann da ist, 2, 3, 4, 5 Stunden und dann ist wieder Abreise. Was da tatsächlich passiert, das kriegt man dann erst aus Videos mit, zum Beispiel im YouTube, wo Leute, private Leute gesagt haben, jetzt fahre ich dahin, jetzt nehme ich eine Kamera und filme das über Tage. Weil das so viele verschiedene sind, ja. Beschimpfen, jemand persönlich beschimpfen und angreifen, löst ja unser Problem hier auch nicht. Bringt uns das weiter, was wir gerade tun? Ja, das glaube ich. Wenn Sie so mit den Leuten reden, glaube ich, bringt das viel, viel mehr. Na dann. Vielen Dank. Da nicht für. Unsere zweite Station ist Ichenhausen in Bayern. Dort treffen wir den Tourismusmanager Henning Tatje auf dem Schlossplatz. Hallo, Herr Tatje. Hallo, Frau Rani. Grüße Sie. Schön, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Gerne. Es ist nicht schön, wie berichtet wird, recht einseitig, wie ich finde. Nicht umsonst sagen viele nicht mehr ihre Meinung, weil sie glauben, in die rechte Ecke gestellt zu werden. Deutschland, das ist traurig. Sie haben sich über unsere Berichterstattung ein bisschen beschwert. Sie sagen, das wäre zu einseitig. Versuchen Sie das mal noch ein bisschen konkreter zu fassen. Ich glaube halt einfach, dass viel zu viel Ballast sozusagen auf ein Thema gelegt wird, jetzt aktuell eben auf die Flüchtlinge. Da geht man gleich am Anfang des Jahres halt wieder nach Berlin in die Lageso und macht da halt Interviews. Es gibt wesentlich viel mehr Problemfelder, die in unserer Gesellschaft halt sind. Also wenn Sie in ein Arbeitsamt mal reingehen würden und mal gucken, wie es darin aussehen würde, da stehen natürlich auch Flüchtlinge mittlerweile, aber da sind auch welche, die lange auf dem Arbeitsplatz warten. Es gibt viele Menschen jetzt, die sagen, kümmert euch doch um die Obdachlosen. Sie haben das vorhin auch kurz erwähnt, haben aber auch gesagt, man soll jetzt die Gruppen nicht gegeneinander ausspielen. Ja. Kümmert euch um die Rentner, kümmert euch um die Kinder. Was mich immer so ein bisschen irritiert, ja, warum kümmern sich denn dann die Leute nicht? Also es hält ja auch niemanden davon ab, sich nicht um Flüchtlinge zu kümmern, sondern um die Obdachlosen. Warum wird das jetzt plötzlich so nach vorne geholt? Die Medien haben meines Erachtens immer noch den Auftrag, halt auch auf diese Wunden zu gehen, um vielleicht auch einen Impuls zu setzen, dass man eben sagt, okay, da sind auch noch andere, die sind schwach, denen muss geholfen werden. Also ich finde das zu einseitig, wenn man halt monatelang über Griechenland redet, monatelang über die Ukraine halt redet. Man kennt ja fast die Reporter persönlich, man könnte in die Hände schütteln. Wir sitzen hier auch in einem Ort, der größte Probleme hat in der Wirtschaft, im Einzelhandel. Und darüber mal richtig zu sprechen und auch Lösungsansätze zu finden. Herr Tatje, ich möchte mich wirklich recht herzlich bedanken, dass wir nicht nur kommen durften, sondern dass Sie sich bereit erklärt haben, auch mit uns zu sprechen. Viele haben uns abgesagt. Mhm. Und vielen Dank. Danke auch. Ja, und Ihnen alles Gute. Ja, danke.